Achtung, Produktionsstillstand. Ich kann wissenschaftlich beweisen, dass meine Mitbewohner und ich geradezu euphorisch sind. Cool. So, jetzt müsste der Letzte aufgestiegen sein. Jetzt ist erstmal Ruhe. Und die Leute sind auch noch zufrieden. Auch wenn die Ökobilanz schon wieder sinkt, aber das ist gar nicht so schlimm. Im Moment sieht es auch vom Geldlichen her sehr, sehr gut aus. Wir sind jetzt bei... Wow. Spiel gespeichert. Okay. 1100 Leute. Ich wäre ja voller Tatendrang, aber diese Stadt bremst mich irgendwie aus. Achtung, Produktionsstillstand. So, bist du jetzt wieder voller Tatendrang? Ja. Wissen ist Macht. Über 1000 Laboranten, Forscher haben wir bei uns in der Wohnung, wollte ich gerade sagen. In meiner Wohnung schon. Aber bei uns in der Stadt. Cool. Die Funktionsdrinks halten sich und gehen nur immer so mit einem nach oben. Das reicht aber. Das könnte so klappen. Wir dürfen bloß keine neuen Gebäude bauen. Sonst müssen wir uns darum auch wieder kümmern. Gut, wir haben jetzt also 1100 Forscher bei uns. So circa. Ich hoffe, das gibt jetzt nochmal irgendwann einen kleinen Schwung für uns. Warnung. Produktion gestoppt. Ja, du gehst jetzt sowieso erstmal nach oben, holst noch ein bisschen Öl, ein bisschen Kohle, damit wir hier noch weiter Carbon herstellen können nebenbei. Das war ja mal ein interessanter Beitrag über SAAT. Haben Sie den auch gesehen? Ja, doch. Sie interessieren sich für die Global Trust Flotte? Nein. Was für eine Frage, natürlich nicht. Eieieiei. So, Zucker, 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 Zucker ist da, ist auch noch vorhanden, sehr gut. Und ansonsten geht's euch auch gut, das ist perfekt. Nur kommen wir irgendwie nicht über die 1100 hinaus. Ihr seid auch zufrieden, das heißt, es müsste eigentlich klappen. Erstmal schnell einlagern. So, dann kriegen wir schon mal neues Öl ran. Das war ja mal ein interessanter Beitrag über SAAT. Haben Sie den auch gesehen? Nein. So, Kohle musst du auch noch holen, sicher ist sicher. Dann haben wir wenigstens ein bisschen was auf Vorrat. Und trotzdem würde ich jetzt gerne wissen, wie ich an dieses olle Kraftwerk rankommen soll. Wir bauen dich mal damit hin. Okay. Damit hat sich einer mehr entwickelt. Beitrag über SAAT. Haben Sie den auch gesehen? Und die Funktionsstrings halten sich, aber das geht langsam runter. Wir müssen also auch für funktionelles Essen sorgen. Wie sieht's denn hier aus? Eigentlich ganz gut, oder? Wir haben doch bestimmt noch genug anderes Zeug bei uns. Ihr habt immer 5 von 5. Wird dann was eingelagert? Ist auf Maximum. Das heißt, wir können auch eine Produktionsstätte dazu bauen. Baue ich einfach hier hinten mit hin, oder? Ah, der Platz ist wieder doof von mir besetzt. Da kommt die hin. Das reiße ich ab. Und dafür kriegst du das hier hin. Und dann können wir den Weg hinten rumbauen. So. Okay, das gibt mehr funktionelles Essen. Oh, ist hier gerade dunkel? Nee. Und hier wird es gleich funktionelle Drinks mehr geben. Wenn das so weitergeht. Ich bin immer noch der Einzige, der 12 Dinge gleichzeitig tun kann. Aber Sie haben auch einiges auf dem Kasten. 1104. Warum reicht es nicht? Wie viele Leute müssen wir haben, um dieses olle Kraftwerk zu bauen? Sagt es mir, Shell-Verteidigung, das ist das nicht. Straße, Gezeitenkraftwerk, nee. Flussbauplatz mit Sand.
Ja, das hier müssten wir normalerweise für uns nutzen. Da wir sowieso nachher einen Platz brauchen, ein Warendepot, bauen wir das einfach mal mit ein. Ein Minenbauplatz, ja. Was ist das Stadtzentrum mit dem Info-Hive? Mit dem Forscher-Apartment, ja. So viel dazu. Professor Davy, gib mir einen Tipp. Wenn ich wenigstens irgendwie das irgendwo als Auswahl hätte, dann könnte ich hier einfach mit der Maus draufhalten und könnte sagen, okay, das und das brauche ich eben noch. Aber das ist ja nicht mal. Deswegen glaube ich, dass wir das erst mit einer dritten Stufe kriegen. Aber können die sich überhaupt so weit entwickeln? Nee. Kann man nicht irgendwie runterscrollen oder so? Metallkonverter. Gezeitenkraftwerk. Oh Mann, Baines Avenue, Entsäuerungsstation. Dann das alles, die Echos. Können wir auch nicht runterscrollen. Ich überblick das jetzt auch alles, überfliegt das mehr oder weniger. Achtung, Produktionsstillstand. Und sehe trotzdem nichts, nichts von Bedeutung. Oh Leute. Sag mir, wo ich das bauen kann. Sauber, sicher, effizient. Kennen wir. Ermöglicht den Bau eines bestimmten Gebäudes. Ich würde gerne mehr darüber erfahren. Ich drücke jetzt einfach mal F1. Ach so, toll. Drücken Sie Escape, um die Postkartenansicht zu verlassen. Ach so, und dann können wir solche Postkarten drucken. Das ist ja auch putzig. Mensch, ich will unter F1 die Hilfe haben. Shit. Ach. Gibt's nicht irgendwo die Hilfe? Notizblock. Kontore durchwechseln. Unbeschäftigte Fahrzeuge durchwechseln mit Tabulator. Nö. Kommandokonsole. Zentrales Menü. Missionsranking. Fuhrpark und Gebäude. Funktionsdatenbank. Kamera? Nee. Mir geht's um bestimmte Gebäude. Objekt zerstören, Pipettenmodus. Nee. Das ist das auch nicht. Ach Mensch. Menno. Okay, geht nicht anders. Ich werde mich jetzt erstmal informieren, wie ich da mit diesem Kraftwerk klarkommen soll. Ein Superhirn, wie ich zum Leben braucht. Danke. Und wie wir dieses Kraftwerk ranbekommen. Ein bisschen Carbon haben wir ja noch. Irgendwas ist ganz low, das ist der Sand. Und du hast keine Kohle mehr. Ist nicht schlimm, dafür hatten wir das Schiff losgeschickt. So. Ja, unsere Bilanz ist sehr positiv, da freue ich mich auch sehr drüber, aber wie wir mit dem Rest klarkommen, das weiß ich halt noch nicht. Mal gucken. Vielen Dank fürs Ansehen. Wir sehen uns im nächsten Part und dann versuchen wir also dieses Kraftwerk zu bauen. Sollten wir noch irgendwas anderes dazu benötigen, bauen wir das natürlich auch. Aber ich bin ein wenig enttäuscht. Ich könnte heulen. Vielen Dank fürs Ansehen. Bis nachher. So, meine Lieben. Hallihallo. Selbstverständlich kamen eure ganzen Kommentare, wenn sie denn kamen, viel zu spät. Und ich habe mich jetzt einfach mal so ein bisschen informiert, was das Ganze angeht. Jetzt weiß ich ungefähr, wo ich dieses hydroelektrische Kraftwerk herbekomme. Es ist ja natürlich ein Item. Ein Item, das wir hergestellt haben. Und das Item wird natürlich dort gelagert, wo alle anderen Items auch gelagert werden. Nämlich im Kontor bzw. im Warendepot. Ah. Sorry. Sorry für diese Dämlichkeit, aber da bin ich nicht so schnell drauf gekommen. Selbstverständlich, da haben wir es doch. Nein, haben wir es nicht. Wo ist es hin? Hier, da kommt's rein. So. Und jetzt dürfen wir es bauen, und zwar hier oben. Genau das Resultat, was ich vorausberechnet habe. Ausgezeichnet. Erforderliches Energieniveau erreicht. Herstellung des Moduls jetzt möglich.
Na dann, wollen wir es herstellen? Sie können nichts vor mir verbergen. Sie entwickeln eine neue Technologie. Aber dieses Projekt wird jetzt eingestellt. Oh, was ist hier los? Die Drohnen kommen. Aber wir haben es doch gleich geschafft. Modulentwicklung abgeschlossen. Okay. Ach, die Magnetspule. Ausgezeichnet. Nun fehlt nur noch ein Modul. Der Hochleistungspuls. Damit erzeugen wir eine Überlastung in Fathers Systemen. Hochleistungspuls? Erforderliches Energieniveau für Modulentwicklung ermittelt. Energieoutput muss erhöht werden. Na. Fahr mal nach Hause. Alarm. Irgendwas. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Ja, offensichtlich. Warnung. Das finde ich auch nicht gut. Fahrzeug unter Beschuss. Die Orpheus, die soll auch nicht angegriffen werden. So, ich muss jetzt erstmal gucken, was genau müssen wir erforschen. Das war der schildbrechende Puls. Den hatten wir schon mal gesehen. Da. Okay, was benötigt der denn? Entwicklungszeit 12. Schleudert Elektronen mit gigantischer Wucht auf sein Ziel. Ach so, Energieniveau 1000. Ja gut, das kriegen wir hin. Ich muss nur erstmal versuchen, die ganzen Schiffe wegzuballern. Komm mal mit. Was hast du? Du hast gar keine Stärke. Du greifst nämlich auch nicht an. Haben wir noch Schiffe hier? Nö. Du bist noch da. Du transportierst gerade Getränke. Komm mal her. Also, U-Boote 42, Flugeinheiten gar nicht. Gut, gut zu wissen. Das heißt, mit dir brauche ich erstmal nicht zu rechnen, dass du irgendwas machst. Dann können wir hier aber bestimmt eine Viper herstellen, oder? Uns fehlt dafür die Munition. Die Munition haben wir oben hergestellt. Das heißt, du fährst mal nach oben. Die Onyx ist auch noch hier. Warum auch immer? Sie sollte, glaube ich, mal Zucker holen oder so. Du kannst auch nicht Alarm. Auf sie schießen. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Nö. Fahr erstmal hier hin. So, wir brauchen bloß noch mehr Strom. Aber vorher will ich die Flugzeuge loswerden, sonst haben wir ein Problem. Ich muss unsere Leute versorgen. Verdammt. So, du holst jetzt erstmal die Munition. Wovon wir ja überhaupt nichts mehr haben. Wo ist denn die ganze Munition? Wie Dann gib kann mir mal neue. Ich helfen? Alle Systeme bereit. Meine Informationen waren nützlich für Sie. Ja, waren sie. So, das heißt, du holst jetzt mal die Munition von unten. Produzieren wir hier auch noch Munition? Ja, oh. Hätte ich gar nicht bei Eve kaufen müssen. Einmal nach oben. Gib mir Achtung, alles, was du an Munition hast. Stillstand. Super. Ab nach unten. Und los geht's. Melde Anlieferung der bestellten Waren. Ja, die darfst du dann holen. Erwarte ihren Befehl. So, 10 Munition haben wir. Reicht das schon für eine Viper? Ach, das ist die Viper, die wir noch haben. Die kann natürlich gar nicht auf die Schiffe, auf die Flugzeuge schießen. Dafür brauchen wir das Kommandoschiff. Gut, Kommandoschiffe haben wir ja noch, ne? Du bist ja auch ein Kommandoschiff. Komm mal mit. Du bist ein Kriegsschiff. Ja, genau das Richtige. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Ach Mensch, fahr nach Hause. Und dann bleib erstmal bitte hier. Du kannst später weiter hin und her handeln. So. Die versammeln wir jetzt einfach einmal hier. Bis sie repariert sind. Und dann kommt ihr mit. Dann wollen wir erstmal das erste Flugzeug wegballern. So.
Sehr gut. Jetzt haben wir da schon mal Ruhe. Jetzt kommt ihr beide dran. Warnung. Produktion gestoppt. Ja, dagegen hat er nämlich... Oh, noch kein Mittel.